Seid mir grüßt, meine Pokéfreunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Video. Heute mit einem etwas anderen Video mal wieder. Und zwar haben wir heute ein Video, in dem wir uns die Highlights aus dem Stream angucken. Und zwar hatten wir am 7.10. vor zwei Wochen Donnerstag ein Stream, wo wir ein Display von Drachenwandel und eine ganze Reihe an Briefen und Paketen von euch geöffnet haben. Und ja, da wollte ich euch gerne mal die Highlights aus dem Stream zeigen. Es waren ein paar richtig coole Sachen dabei. Gerne mal reinschauen. Ich habe euch auch die Briefe mit reingeschnitten, weil die gerade auch richtig krass waren teilweise. Also ja, viel Spaß bei den kommenden Highlights. Der Auris wieder, ne, was der sich für Karten gönnt. Darfst du keinem erzählen. Lugia EX Full Art als Team Plasma Pokémon. Extra Preis um Plasma Gewitter. Was für eine coole Frage. Coole Karte. Okay, Leute, es wird noch älter. Seid ihr bereit? Es wird richtig wild. Schimmerndes Noctu. Oh mein Gott, was für eine coole Karte. Die habe ich ja noch nie in der Hand gehabt. Oh mein Gott, das sind drei Karten. Das ist ein großer Brief. Die kämpfen auch endlich wieder. Ja genau, die kämpfen auch wieder. Es ist eine richtig gute Truppe. Dark Persian. Oh mein Gott, das ist... Was ist das für ein übertriebener Reverse-Effekt? Ist das diese Legendary Collection? Ja, oder? Aber das war nicht alles in dem Brief. Wir haben ja noch eine Karte. Und zwar ein Geowas... Geowatz... Das ist auch Reverse Holo, ne? Aus Expedition oder sowas. Ich weiß nicht, diese X-Serien, das sind die X-Karten, die mit den dicken Rahmen. Sieht auch cool aus. Das Artwork ist natürlich nice. Ach, und wir haben das Geowas nochmal, aber in Holo. Also die gute Janine, bei mir im Discord, Koffinchen, die ist ja Zeichnerin und mit ihr habe ich was getauscht. Ich habe ihr ein paar spielbare Karten gegeben, als ich ein Deck bauen wollte. Dafür hat sie mir das hier geschickt. Ah, Hund Trix ist wieder auf Schatzsuche. Und dann so. Aha, eine Spur. Ich muss ihr folgen. Ich kann den Schatz schon riechen. Ups, war nur ein Krebs. Okay. Dann hat sie noch die eigentliche Tauschkarte quasi geschickt. Das ist quasi eine kleine Postkarte von ihr. Und hinten drauf dann die eigentliche Tauschkarte. Ist ein Jirachi, was sie jetzt gezeichnet hat. Und das Tolle an dem Jirachi ist, das leuchtet im Dunkeln hier. Diese Sterne und so, die leuchten im Dunkeln. Kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, weil es hier nicht dunkel ist und weil die auch nicht aufgeladen sind. Sehr cooler Tausch auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter zu Manu. Hier sind die Karten aus dem Community-Display. Hytera V, Altaria V, Arsch war aus Drachenwandel. Dann haben wir hier einmal eine Green Playland-Karte. Hast du noch ein Bingo gewonnen? Ja, ja, ich bin lost. Das ist ein Booster, zum Aufmachen. Ja, Marcel, das ist mein Name. Kotomi. Als Holo aus Drachenwandel, cool. Meditalis. Litomid. Also ein paar Reverse-Karten. Werden natürlich direkt mal gucken, ob ich die noch brauche. Ansonsten war natürlich ein Tauschordner. Und ganz viel Bulk. Den gehe ich jetzt mal nicht durch. Da haben wir einmal die Kristallhöhle. Als Secret-Rare-Karte, als Gold-Rare aus Drachenwandel. Sieht ziemlich nice aus, finde ich, mit den Kristallen. Dann haben wir den Peony als Rainbow Rare aus Schaurige Herrschaft. Auch cool. Natürlich auch wichtig für die Sammlung. Der Boost Shake in Gold Rare, ein Item. Und eine Aquana V-Max in Regenbogen mit ein bisschen Zewa. Erzbengel hat mir, der gute Erzbengel, der Mike, Schnuffi-Puh, hat mir dieses Kotomi geschickt in eine Tinbox mit Kotomi drauf. Und da gucken wir mal rein. Oh, vier Dosen Red Bull, das ist was für mich. Und Erdbeeren. Gesagt wurde, die Versandtasche ist kein Müll. Oh mein Gott, hier ist eine Tin drin. Hier ist eine Tin in der Tin. Tinception. So, das war der Tausch. Das ist immer... Alter Falter, wie guckt euch mal bitte die Toploader an. Allein die Toploader sind 4 Milliarden Euro wert. Wir starten mit Despotar GX. Er hatte, zur Erklärung, er hat seine Full-Art-Kartensammlung von Sonne und Mond aufgelöst und ich habe da alles, was mir gefehlt hat, übernommen. Despotar GX. Banette GX aus Sturm am Firmament. Elektroball GX auch aus Sturm am Firmament. Agoyon GX aus Grauen der Lichtfinsternis. Grauen Lichtfinsternis müsste es sein. Auch schön, die Farbe ist cool, dieses Lila. Palkia GX auch aus Grauen der Lichtfinsternis. Sehr schön. Dialga GX aus Ultra Prisma, tolles Set. Armigento GX aus
Aufziehende Sturmmutter muss das sein, ne? Genau, die Ultra-Bestie waren zum ersten Mal in Aufziehende Sturmmutter, weil das, glaube ich, keine Ultra-Bestie ist, ne? Sonst wird es da draufstehen. Alola Kokowai, auch aus dem gleichen Set. Mosquito GX, ebenfalls aus dem gleichen Set aus Aufziehender Sturmröte. Ein bisschen Flexing. Darkrai GX aus Nacht in Flammen. Alola Slimog GX auch aus Nacht in Flammen. Also ihr seht, die Sammlung wird sehr, sehr viel vervollständigt. Machomai, also weiter vervollständigt. Machomai GX auch aus Nacht in Flammen. Sehr muskulös, der gute. Necrozma GX ebenfalls Nacht in Flammen. Ho-Oh GX ebenfalls aus Nacht in Flammen. Typ 0 ist ein legendäres. Ah, okay. Gut zu wissen. Grandiras GX aus Stunde der Wächter. Noch ein schönes Drachen-Pokémon von früher. Metagross GX, ebenfalls Stunde der Wächter. Na, der hängt an dem anderen dran. Der Toploader. So. Auf jeden Fall alles sicher verpackt. Eine Karte, dann noch mit Sleeve. Oh mein Gott. Wolfrock GX aus Stunde der Wächter. Einen wunderschönen guten Tag an den Zero of VMAX. Wie geht's dir? Lusadin GX auch Stunde der Wächter. Alola Volnuna. Oh, die Karte ist so wunderschön. Diese Karte ist, oh, so toll. Oder? Die ist toll. Das ist, glaube ich, meine Lieblingskarte aus dem ganzen Tausch. Hallo, Woodruff, wie geht's dir? Die ist schick. Und wir haben noch ein Psyana GX aus, Sonnenmond Base. Okay, das war das. Dann gucken wir in die Versandtasche rein. Da wurde gesagt, da soll ich auch reingucken. Das ist nicht nur eine Versandtasche, also nicht nur Füllmaterial. Turniersieger? Was ist los? Wieder Rocket League oder was? Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Stell die Sammlung um. Ah, okay. Warte, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott. Ist das Fanpost? Ja, es sind Tauschgeschäfte und Briefe, die so von den Zuschauern gekommen sind, genau. Und danach gibt es das Display, so als Erklärung. Oh, du bist doch verrückt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ein Evolution Booster. Die sind so teuer geworden, das ist echt unglaublich. Oh, du bist verrückt, vielen, vielen Dank. Oh, Cramor, als stimmt, Baby Shiny. Ich glaube, die habe ich sogar noch nicht. Pieksa und eiserne Flügel, boah, das sieht ja auch stark aus. Natürlich muss die Tin vom Erzbengel gönnen und Celebi. Da hat er einige schöne Sachen mitgeschickt. Ich habe irgendwie einen Kartentrick jetzt kaputt gemacht. Ich habe wahrscheinlich einen doppelten Trick gemacht. Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall haben wir da schon mal einen Janmar. War da gerade schon die Ware am Ende? Da war die Ware, Forschungsprofessors. Also die Ware ist schon mal Professor Esche. Janmar, Sepa, Shinux und Reshiram Amazing Rare aus der Tin vom Erzbengel, die er uns geschenkt hat. Also tatsächlich zwei Hits in der Tin. Da hat der Erzbengel ein gutes Händchen bewiesen. Vielen Dank auch wieder für die Tin. Und vielen Dank für den Booster. Also das kann ich echt nicht oft genug sagen. Das ist schon... das Display öffnen wir gleich. Wir haben noch ein Paket vorher von Jule. Das wird jetzt noch spannend. Ich mache dafür mal ein bisschen Platz, weil ich glaube, da brauchen wir Platz. Jule ist ja hier immer künstlerisch begabt. Ich glaube, das kann ich gar nicht unten zeigen. Das zeige ich, glaube ich, in die Großkamera. Wir haben hier einmal ein Evoli-Bild, was sie gezeichnet hat, direkt mit Rahmen geschickt. Das sieht wunderschön aus. Muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie hinnehmen kann. Und ich werde es auf jeden Fall einscannen, dass wir das mal irgendwie digital haben. Ja, es ist ein bisschen kompliziert gerade. Ich kann es ein bisschen hochschieben vielleicht. Muss ich nachher nochmal justieren. Richtig cute. Tada! Einmal Glaciolo und Felipurba, genau. Das ist eine neue Fusion. Neun Fusionskarten aus Felinara und Felipurba. Dann Daumen hoch, Jule im Bett, genau. Und so haben wir hier zweimal zwei Pack-Blister mit Kampfstile und Farbenschock. Vielen lieben Dank dafür. Da werden wir auf jeden Fall mal gleich mal reinschauen. Ich glaube, Jule will mir damit sagen, dass ich mit diesem Buch endlich mal Wissen über Pokémon aufbauen kann, damit ich auch weiß, worüber ich hier rede. Auf ihre dezente Weise. Dann haben wir hier noch ein kleines Heftchen. Oh, das ist aber süß. Guck mal. Mit Galar Ponita, der Galar Tasse, dem Galar Eis. Hinten auch ein
Hokumil? Nein, wie heißt die zweite Form? Pokusan. Pikachu und Evoli, sehr süß. Das sind die Blister, die es, glaube ich, im Rossmann gibt, oder? Diese Sonne-Mond-Blister, in denen nur Schwert- und Schildbooster drin sind. Das muss ich mir angucken. Zwadronin und Stalos V. Wollte gerade GX sagen, weil ich so ein Sonne-Mond-Rausch bin. Palim Palim, Riolu, Welt im Wandel war im November 2019. Oh, echt? Tukanon und... Oh, Marie-Thélite V-Max. Dum, 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 dum. Drachenwandel. Oh, ich freue mich. Und hoffentlich ist hier was Gutes drin. Zubiris, Zenlong Reverse und ein Felinara. Au. Oh. Immerhin schon mal ein kleiner Hit. Fleckneu. The Murzel. Kotomi. Lectragon V-Max. Das will man noch haben aus dem Set. Ja, mit den Katzen. Wir sind ja immer auf Lanzarote. Kriegst du auch so viel Leid mit Katzen mit. Ich zeige es euch nochmal zuerst. Oh, habe ich deine Struktur gefühlt? Habe ich deine Struktur gefühlt? Oh, ich sehe es auf der linken Seite, wenn ich hingucke. Warte, ich darf nicht gucken. Links kommt es gerade, weil der Stream nachhängt. Deswegen gucke ich jetzt so verkniffen. Rettungsbox. Loturzel. Ich nehme das Pack. Stopp! Dann besser, die Pro-Stream kannst du dir am Anfang und am Ende 10 Seiten durchgehen und zum Schauen. Ich bin mir nicht sicher, darf man im Stream Bücher oder eine Zeitung durch, also eine Video-Stream-Zeitung oder Bücher durchblättern? Du bist der größte Ehrenmann. Danke, danke. Halt, gib mir das Pack. Was denn, hä? Jetzt will ich wissen, was das ist. Alle schreiben hier GG, geil. Jetzt ist es da. Kristallhöhle und... Rayquaza V-Alternativ. Krass. Auch eine sehr schöne Karte. Die Seelenmaske. Banners hast du auch auf der anderen Stapel gepackt. Ja, muss ich gleich mal aussortieren. Die ganzen Rares habe ich irgendwie ein bisschen verkackt. Bist du ein gutes Omschivi? Pikachu? Und... Yes, noch ein Lectragon. Aber das finde ich schöner als das V-Max tatsächlich, weil das ist halt diese Anime-Optik, ne? Dieses Gezeichnete mit dem schönen Hintergrund. Finde ich cool. Libiskus. Hummels. Hab mich vertan, der C-Day nicht mal an meinem freien Wochenende. Ach, kann der C-Day nicht mal am freien Wochenende sein? Oh je. Warum? Und auch wieder Todes-Off-Center. Aber warum? Es gibt so viele Secret-Rares in diesem Display. Und ich ertausche mir die und kriege die. Dieses Pack ist gesponsert für Level Up, genau. Das könntest du ja unterwegs vielleicht ein bisschen spielen, wenn du öffentlich fährst. Aber wahrscheinlich mit dem Auto, ne? Tromborg! Das habe ich noch nicht. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus, oder? Tobiris. Knapfel. Wommel, Wommel, Wommel. Voltilamp. Das ist... Da ist ein Rahmen. Duraludon V-Max. Ja, nehme ich mit. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Anton. Noch ein Pull, das ist ein gutes Display. Ja, hallo, hier ist eine Rayquaza V und ein Boost-Check drin gewesen. Ah, ein Glaciola V. Das ist doch ein schöner Pull. Das nehme ich gerne mit. Captifuchs. Zubiris. Knapfel. Tangulus Reverse und... Okay, es ist ein Deponitox. Deswegen hat keiner was geschrieben. Jetzt duftet es gut. Pack weg brauchst du nicht. Ich glaube, das fehlt mir noch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Da haben wir einiges abgesagt und nichts Doppeltes, ne? Entei. Sehr schön. Galavros, mein persönliches Holo-Highlight, würde ich sagen. Regidrago sieht auch ganz cool aus. Zygarde. Victini, auch sehr sweet. Und Zapdos, ja. Galazapdos, verdammt. Glaciola V, sehr cool. Felinara V. Lectragon V. Tromborg V. Lectragon V Max. Duraludon V Max. Boost Shake. Und Rayquaza V in alternatives Artwork. Variante.
Ja, dann würde ich sagen, das war doch ein relativ erfolgreiches Display. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder, wenn es ein normales Opening-Video gibt. Oder am Freitag mit einer neuen Folge von unserem Let's Play Let's Go Pikachu. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel. Ciao, ciao.